Ladies and Gentlemen, ihr dürft raten, wo wir hinfahren. Darauf werdet ihr nie kommen. How are you? How are you? I'm good. I'm good too. Ich habe den Leuten noch nicht gesagt, wo wir hingehen. Sieht schon mal, U1 fährt man selten. Könnte auch zu Pferd gehen, aber... Heute leider nicht, es ist Sonntag, Leute. Umsteigen zu 14a. Ah, hier müssen wir raus, oder? Altes Landhaus. Ja. Die U-Bahn ist leer, ich bin ehrlich. Wenn in München so ein Event ist, weißt du, was da los ist, oder? Ja, ich dachte mir auch. Oder wir sind zu spät. Das könnte auch sein. In diesem Sinne, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Und jetzt wird auch direkt verraten, was wir machen. Wir gehen jetzt ins Stadion. Oh mein Gott. In Wien. Zwei Deutsche in Wiener Stadion. Weißt du, was für mich... Ah, auch Deutsche. Ja. Für wen seid ihr? Okay, ich auch. Gut. Weil ich will mir keine Feinde machen. Nein. Was sollte ich denn sagen? Dass das Sturm Graz war. Das war Sturm Graz. Ich blende euch das mal ein. Oh mein Gott. Ich bin auf jeden Fall für Sturm Graz. Ich war hier noch nie. Du auch nicht. In 6 Jahren noch nie hier gewesen. Hä, wir wollen unseren Verein unterstützen. Sturm Graz. Oh, das Wetter ist ja der Hammer. Boah, wo ist meine Sonnenbrille aber? God damn. Ich habe eine sehr schöne Sonnenbrille an. Die habe ich von Lukas zum Geburtstag bekommen. 12 Sekunden später. Ich habe empfindliche Augen. Ja. Fußball ist ein Sport, der sich wirklich weltweit heftig durch die Welt zieht. Und von was ich aber nicht halte, ist von diesen Leuten, die sich hauen und mit anderen Leuten fetzen, für, weil die Mannschaft verloren hat. Das finde ich falschen Ehrgeiz. Das ist voll übertrieben. Aber ansonsten bin ich auch ein absoluter Fußballfan. So. Bin eigentlich schon so ein Bayern-Fan, würde ich sagen. 68. 68! Problem ist, wir sind gerade von da hierher gegangen. Wir müssen jetzt so rum. Ich glaube, wir jumpen hier. Komm, das schaffen wir. Paco! God damn! Mit drin kriegst du Sonnenbrille zurück. Kein Stress, Bro. Meine Augen sind nicht so empfindlich, was da angeht. Schon Sonnenbrille integriert in deine Augen, weißt du? Geil, oder? Leute, ich war so lange nicht mehr im Stadion, Alter. Lukas schon fleißig am Fotos machen. So, was ist jetzt lila? Aber ist das Graz oder ist lila das? Ist, Wien, glaube ich. Wie heißt der Wiener Verein? FAK, was verstehe ich? Austria, oder? Ah, okay. Also, Leute, Stadion ist aber auf jeden Fall schon ziemlich groß. Letztes Stadion, wo ich war, ist auf jeden Fall Allianz Arena. Ich finde, das ist natürlich die Allianz Arena, ist jetzt nochmal größer. Da kommt der erste Bus. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Fußballmannschaft ist, wäre aber krass. Hier, wir sind eine größere Runde. Lukas, wegen ihm sind wir da. Da sind einfach unsere Doppelgänger. Wir gehen jetzt gleich rein. Ich habe so ein paar Ultras gesehen von Sturm. Ich bin auf jeden Fall auf Sturmseite, Leute. Ich sage euch so, wie es ist. Da mache ich keine Faxen. Immer zu den Stärksten. Wart ihr schon, Dings, VIP hier? Yes, sir. Ist das was? Ich kann hier meinen Tipp abgeben, oder was? Ja, kannst du mir helfen? Ich kenne mich nämlich nicht aus mit Fußball. 3-1 für Austria. How are you? Hi. Das sieht ja gut aus hier, oder? Was sagen wir? Schön. Kann man machen. God damn. Okay, also das ist schon ein dickes Stadion, Ladies and Gentlemen. Das ist schon ein dickes Stadion. Ja, Getränke einfach habe ich bestellt. 14 Bier mal und alles, was du willst, kannst bestellen. 14 Bier für Lukas nur. Ich hoffe 2-0 Sturm. Aber 3-1. Also, Ladies and Gentlemen, Essen holt man sich, Getränke bekommt man. 14 Bier kommen jetzt dahinter und wir holen uns jetzt erstmal was zu essen. Lukas und Randy sind extra nicht feiern gegangen, damit wir heute 100% abliefern können für euch. Live berichten aus dem Stadion. Hier gibt es auf jeden Fall Vorspeisen, Ladies and Gentlemen. Und da drüben gibt es warme Speisen mit Koch und sowas. Ganz geil. Oh, was sind das für Nudeln? Cannelloni? Lasagne? Boah, das sieht ja Hammer aus. Ich nehme auf jeden Fall Passata. Junge, 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 da werde ich Spaß haben. Machen wir einen Pastateller, ein Ding. Ich hole das andere. Ich nehme Fleisch. Und Fleisch. Könnte ich doppelte Portion an mir teilen? Sorry. Okay. But I can also speak English, no problem. Cheers, man. Wir haben auf jeden Fall Pasta. Was ist das nochmal für ein Fleisch? Sieht super aus. Wir haben Potatoes. Ja. Probieren einfach mal. Ja, hau rein. Was sagen wir? Boah. Das ist ja böse Tat. Ja. Das ist geil. Das schmeckt auch nicht so. Ah, das ist zu schwer zu sagen, aber ich kann. Burn my tongue. Das ist so heiß, gell? Okay. Ich weiß auch nicht, was der Meister drin verloren hat, aber. Stadion ist auf jeden Fall noch leer.
Tschüss. Ja. Danke, danke. Kuss geht raus in Stefan. Gerne, gerne. 15.000 Menschen gehen hier rein. Okay, wir sind deutlich zu früh, Leute, hat Stefan gerade gemeint. Deswegen ist es noch leer, aber es wird gleich noch voll. Das erklärt die U-Bahn-Situation auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Wie viel Bier schafft man in 90 Minuten? 10, 5, 5, 5. Echt? Ja, ja, ja. Oh, der hat Durst, der war noch Durst. Das Essen hier, das ist geistkrank lecker, oder? Wow. Das ist das gleiche wie im Flughafen, gell? Wir werden auf jeden Fall schauen, wie viel Bier wir schaffen in 90 Minuten, Ladies and Gentlemen. Das ist Lukas und sein erstes Bier ist leer. Okay, ich bin nicht viel besser. 12 Sekunden. Guter Mann. Cheers. Die Männer hier haben auf jeden Fall Durst. Yeah, moving too bossy, but don't tread softly, but not flossy, the streets didn't taught me, moving too bossy, dann bin ich voll am Feiern. Der Stuhl war es auch mal, oder irgendwie? Was ist hier passiert eigentlich? Das ist so Rodeo. So, die Spieler sind auf dem Platz. Ladies and Gentlemen. Ja! Auf jeden Fall, Leute, es ist Zeit, auf die Toilette zu gehen. Ihr Bier, gell? Das ist immer vier. Ich sag so, wie es ist, konzentrier dich, weil ich kann bald nicht mehr mitzählen. So, Leute, so sieht das Ganze hier aus. Es sind überall so Kabinen. Ich filme da jetzt nicht rein, weil das alles private Leute sind. Aber es ist ganz geil. Jede Firma oder sowas hat dann ihre Kabine. Wo ist deine Nummer 5? Nein! Was? Ich hab's gerade geholt. Das ist deine Bier, Bro. Das ist gar nicht deins, ja. Das ist meine Nummer 5. Yeah, yeah. Es hat sich auf jeden Fall gefüllt. Ich würde sagen, es sind 50%. Was sagen wir zum Essen, Männer? Sehr gut. Sehr gut? Hammer. Du bist kein Schwabe, oder? Wo bist du? Nee, ich bin Münchner. Jetzt schon. Aber ich bin jetzt Schwabe. Okay, ich bin der Herzlich willkommen im Arena VIP. Also, Ladies and Gentlemen, auf jeden Fall, Becher ist anscheinend der bessere Call, weil da einfach 0,5 reingeht. Ja, der bessere. Ist nicht der bessere Call, ja, okay. Yeah! Geil, das muss ich filmen. Aber die darf man ja offiziell nicht mit reinnehmen. Die schmuggeln das mit rein. Und die kommen, die wollen die doch eh reinlassen, oder? Irgendwie. Auf die Austria. Ampfiff verpasst, Leute. Wann kommt das erste Tor? Wie viel die Minute? Hälfte. 10 Euro. Hälfte. Ich sag. 14. 21. Okay. Okay. 20 machen wir nur dran. In den ersten 8 Minuten. 20 machen wir nur dran. Lukas rechnet gerade, wie man diese Wette fair abschließen könnte. Ich muss ehrlich sagen, die Stimmung ist auch nicht schlecht hier drin. Ja, 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 ja. Der Mann ist aber auch sehr stark. Kampffinale gegen Rapid 2 Tore geschossen. Okay, guter Mann. Do it. Tor, Tor, Tor. Ah! Oh! 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 Das war gut. Ja, machen wir mal Applaus, gell? Oh! An alle Leute, die Stadion-Vlogs durchgehen, filmen,
Ich verstehe euch, böse Anstrengung. Wir sind bei Nummer 7, Ladies and Gentlemen. Habt ihr keine Hymnen eigentlich? Was ist die? Ja, sing mal, hau mal raus. Leute wollen wissen. Also Leute, Lukas hat gemeint 11. Ich habe gesagt 8. Aber wir sind jetzt auch keine Fußballprofis. Wir spielen schon 14:21. Wow! Thing drinking is very bad. You know I got a fake ID though. Yeah. Ich hab's Gefühl, ich muss öfter ins Stadion. Macht wirklich Spaß. Wir werden sie bezeugen. Wir werden sehen. What are you all from? Später Freistoßsturm. Gazi Begovic führt aus. Schnecke entflieht seine Bewachen und köpft. Den Topform agierende Schnecke erzielt sein zweites Saisontor. 21 Minuten. Schau mal auf. Ja. Du hast 21 gesagt. War nicht schlecht, aber. Wie viel das ist es? Ich habe vergessen zu zählen. 8? Den war nicht einmal eine von denen. Ich muss ehrlich sagen, also es ist schon sehr, sehr cool. Auch gutes Essen, gute Getränke, guter Service in so einer Lounge. Muss man ehrlich mal sagen. Ja. Jetzt, geh. Was sagst du? Gut? Die Erdbeere, die taugt mir. Das ist lecker, ja. 9,5 von 10, Leute. Ja, okay, aber danke. Was sagst du? 8,5. Okay, das ist ein Phänomen. Du denkst so, was passiert hier? Dann schützt du dieses Tonic, dieses sogenannte rein. Ja. Auf einmal ist violett. Oha! So, ich mach mal zwei. So, jetzt kommt hier was rein. Warum hat der letzte Blau? Der ist gelb, oder? Hallo, das ist eigentlich hätten wir so machen müssen. Mach Hand auf. Ja. Sie müssen nochmal zum Augenarzt. Schauen Sie. Oha, krass. Okay. Ja, dang. Okay, das ist cool. Das ist nice. Schmeckt der aber auch. Salut. Okay, der schmeckt geil. Sehr geil. Danke, Bro. Wie heißt du? Daniel. Kuss geht raus. Und der steht gleich wieder im Mittelpunkt. Langer Abschlag Okonkwo. Meisel und Martins irritieren sich gegenseitig und Emega wird zum Nutznießen. Ladies and Gentlemen, Randy hat Tor Nummer 2 auch wieder verpasst. Lukas hat gerade Story gepostet, wo er Rapid markiert hat. Ach so. Nein, ich habe so eine Abstimmung gemacht. Sind die für Rapid oder für Austria? Nein! Ich, ja. Also ich bin jetzt bei Bier Nummer 8 und es ist 44,5 Minute, 44,30 genau. Jetzt stimmt ja. Ich denke ja. Ich habe nicht mal lesen können, was da steht. Egal. Sehr, sehr schade. Aktuell steht es 2-0 in der Halbzeit. Aber Leute, wir sind noch da. Schreibt mal in die Kommentare, für wen ihr seid. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, Lukas will eine Pause einlegen. Aha. Zweite Hälfte läuft seit 49 und 7 Sekunden. Warum macht ihr euch warm? Weil ihr müsst rein. Ihr müsst rein, Jungs. So, Jungs, gell, jetzt machen wir mal defensiv ein bisschen auf. Das hier macht Spaß. Wo ist eigentlich der Staubsauger hin? Hier hinter der Tür. Wir müssen ihn schützen. Der Staubsauger. Der Mann ist Stammspieler. Stammspieler wie Benzema. Ganz ehrlich, ich hab's unterschätzt. Ich auch. V-Box, Alter. Deswegen Like, Kommentar und wenn ihr wollt, dass wir sowas nochmal machen, schreibt es in die Kommentare. Und jetzt wollen wir es 2-2, Ladies and Gentlemen. Oh, ihr beide seid wir. Seien wir ehrlich, es macht Sinn. Schaut mal uns an, schaut bei euch an. Aber wer ist wer? Spaß. Ich sag so, wie es ist, Leute. Ich bin nicht der Beste, was Stadion-Vlogs angeht. Aber
Ich hoffe, ihr habt Spaß. 3-0 ist vorbei, oder? Bei wie viel sind wir aber? Bei 12, oder? Ah, du kleiner. Tap, Bro, tap, 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 tap. Okay, dann mach. Du hast mich so hart erwischt. Das Spiel ist auf jeden Fall spannend, Ladies and Gentlemen. Es macht Spaß. Stadion macht Sinn. Ich sage euch ehrlich, kauft euch Tickets, geht ins Stadion, unterstützt die Fußballer. Wie viel haben wir geschafft in 90 Minuten? Ich glaube, es waren 14. 14? Ich glaube, es waren 13. Das ist das Problem. Vorbei. Aber hey, war knapp trotzdem. Danke fürs Einschalten. Kuss geht raus. Lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Abonniert Lukas, abonniert Randy. Viele Kommentare bitte. Komm, los. Let's go. Zu late. Ich habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Vergesst nicht die Glocke. Lasst ein Kommentar da.